Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan für Vatican Media. Willkommen zur Übertragung des Angelusgebets mit dem Heiligen Vater, Papst Franziskus, vom Petersplatz in Rom heute am 6. Januar 2022, dem Hochfest Erscheinung des Herrn. Mikrofon für Vatican News begrüßt Sie Melanie Rosenbaum. Einen herzlichen Gruß an alle, die uns über die Webseite www.vaticannews.va, die Apps oder YouTube oder die Facebook-Seite zuhören und zuschauen und insbesondere auch an alle, die uns über unsere Partnersender mitverfolgen. Wir sind verbunden mit Radio Horeb, Radio Maria, Österreich und Schweiz, Radio Gloria und den katholischen Fernsehsendern EWTN-TV und KTV Fernsehen. Sie können später die Zusammenfassung dieser Übertragung, die Texte der Ansprachen und Predigten von Papst Franziskus und Termine und Aktivitäten auf unserer Homepage finden, sowohl in so einem Newsletter, den Sie dort kostenlos bestellen können. Heute Morgen hat Papst Franziskus bereits die Messe zum Hochfest Erscheinung des Herrn Epiphanias gefeiert. Und hier in Italien ist es nicht nur der Dreikönigstag oder der Tag der Anbetung der Weisen, der Sterndeuter, sondern auch Befana. Das kommt von Epiphanias und die Legende sagt, es sei eine Hexe oder eine alte Frau, die in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar auf der Suche nach dem Jesuskind, das sie damals, als sie die drei Könige traf und die sie aufforderten, mit ihr zu kommen und sie keine Zeit hatte, verpasst hat. Und seitdem sucht sie es und fliegt auf einem Besen von Haus zu Haus und bringt Geschenke oder straft. Und diese Legende ist nur eine der vielen Legenden, die sich um die drei heiligen Könige ranken, die zu jeder Weihnachtsgeschichte gehören. Wobei das Matthäus-Evangelium, das Evangelium des Tages, das zweite Kapitel des Matthäus-Evangeliums, nur von Weisen, Magiern oder Astrologen, Sterndeutern aus dem Osten erzählt, die über Jerusalem nach Bethlehem kamen, um den neugeborenen König der Juden zu suchen. Erstmal, sie sind auch nicht namentlich genannt oder in der Zahl. Origenes hat erstmals von dreien gesprochen, drei Magier wegen der drei Geschenke, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und später wurden sie als Könige aufgefasst, aus verschiedenen Erdteilen, ein Afrikaner, ein Europäer und ein Asiat. In vielen Regionen war es auch schon seit dem Mittelalter üblich, dass Kinder und Jugendliche rund um den Dreikönigstag um Epiphanie von Haus zu Haus zogen, Segenswünsche übermittelten und Gaben sammelten. Und so gibt es eben diese Sternsinger-Aktion, bei der Kinder als Könige verkleidet Spenden sammeln. Heute ist für uns, die wir dem normalen, für uns normalen gregorianischen Kalender folgen, der 6. Januar, aber für viele orthodoxe Christen, die dem julianischen Kalender folgen, ist heute der 24. Dezember und sie feiern eben nicht heute Erscheinung, sondern morgen das Weihnachtsfest, Geburt des Herrn. Papst Franziskus hat heute Morgen auch nochmal darauf hingewiesen, in seiner Predigt, dass wir mit den Sterndeutern an der Krippe einen Weg zurücklegen können, der uns in eine Schule der Sehnsucht führt. Die Sterndeuter sind aufgebrochen und haben Gott gesucht, haben nach dem Kind gefragt, haben der Logik der Macht getrotzt und ein Kind angebetet in der Krippe, nicht irgendjemanden Mächtigen, und haben dann auf einem anderen Weg den Heimweg angetreten, eine Aufgabe, eine neue Kreativität des Geistes zu entwickeln. Und schließlich der Höhepunkt, sie haben angebetet, niedergefallen und angebetet. Aber hier kommt auch schon Papst Franziskus ans Fenster und hören wir, was er uns als Tagesevangeliumsauslegung sagen will. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona festa. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag, gesegneten Feiertag. Heute am Hochfest der Erscheinung des Herrn betrachten wir die Episode der Sterndeuter. Sie nehmen eine lange und beschwerliche Reise auf sich, um den König der Juden anzubeten. Sie lassen sich von dem wunderbaren Zeichen eines Sterns leiten und als sie schließlich an ihrem Ziel ankommen, sehen sie, anstatt etwas Grandiosem, ein Kind mit seiner Mutter. Sie hätten protestieren können. So viel Weg und so viele Opfer, um vor einem armen Kind zu stehen, doch sie empören sich nicht. Sie sind nicht enttäuscht.
Sie empören sich nicht. Sie beschweren sich nicht. Sondern was machen sie? Sie werfen sich nieder. Sie gingen in das Haus, sagt das Evangelium, und sahen das Kind und Maria, seine Mutter. Da fielen sie nieder und huldigten ihm. Denken wir an diese Weisen, die von weit her gekommen waren, reich, gebildet und bekannt. Von allen, die sich niederwerfen, das heißt, die sich zur Erde beugen, um ein Kind anzubeten. Das scheint ein Widerspruch zu sein, dass eine solch bescheidene Geste überrascht, wenn sie von so illustren Männern vollbracht wird. Sich vor einer Autorität niederzuwerfen, die sich mit Zeichen der Macht und Herrlichkeit präsentierte, war damals üblich. Und auch heute wäre das nicht ungewöhnlich. Aber vor dem Kind von Bethlehem ist es nicht einfach. Es ist nicht leicht, diesen Gott anzubeten, dessen Göttlichkeit verborgen bleibt und nicht triumphierend erscheint. Es bedeutet, die Größe Gottes anzunehmen, die sich in der Kleinheit manifestiert. Das ist die Botschaft. Die Sterndeuter erniedrigen sich vor der unerhörten Logik Gottes. Sie empfangen den Herrn nicht so, wie sie ihn sich vorgestellt hätten, groß und so, sondern so, wie er ist, klein und arm. Ihr Niederwerfen ist das Zeichen derer, die ihre eigenen Vorstellungen beiseite schieben und Platz für Gott machen. Dafür braucht es Demut. Das Evangelium betont dies. Es sagt nicht nur, dass die Sterndeuter anbeteten, sondern betont, dass sie niederfielen und anbeteten. Halten wir diesen Hinweis fest. Anbetung geht Hand in Hand mit Niederwerfen. Mit dieser Geste zeigen die Sterndeuter, dass sie den, der sich in Demut zeigt, in Demut empfangen. Und so öffnen sie sich der Anbetung Gottes. Die Schatullen, die sie öffnen, sind ein Abbild ihres offenen Herzens. Ihr wahrer Reichtum besteht nicht in Ruhm und Erfolg, sondern in ihrer Demut, in ihrem sich der Erlösung bedürftig halten. Und so ist es das Beispiel der Sterndeuter, das sie uns heute geben. Liebe Brüder und Schwestern, wenn immer wir uns mit unseren eigenen Vorstellungen im Mittelpunkt stehen und wir uns anmaßen, vor Gott etwas zu rühmen, werden wir ihm nie ganz begegnen. Wir werden nie dazu kommen, ihn anzubeten. Wenn nicht unsere Anmaßungen, unsere Eitelkeiten, unsere Besessenheit und unser Streben nach Überlegenheit aufgegeben werden, werden wir vielleicht jemanden oder etwas im Leben anbeten, aber es wird nicht der Herr sein. Wenn wir dagegen unseren Anspruch auf Selbstgenügsamkeit aufgeben, wenn wir uns innerlich klein machen, dann werden wir das Wunder der Anbetung Jesu wiederentdecken. Denn die Anbetung verläuft über die Demut des Herzens. Wer den Drang zum Überholen hat, wird der Gegenwart des Herrn nicht gewahr. Jesus geht vorbei und wird ignoriert, was vielen anderen in jener Zeit passierte, aber nicht den Sterndeutern. Schwestern und Brüder, schauen wir sie an. Wenn wir sie betrachten, fragen wir uns heute, wie steht es um meine Demut? Bin ich davon überzeugt, dass Stolz meinen geistlichen Fortschritt behindert? Manifestiert oder versteckt aber dieser Stolz, der immer den Schwung zu Gott hin verdeckt? Arbeite ich an meiner Fügsamkeit, um für Gott und andere verfügbar zu sein, oder bin ich immer auf mich selbst und meine eigenen Ansprüche und Egoismen, versteckten Egoismen konzentriert, auf den Stolz? Weiß ich, wie ich meinen eigenen Standpunkt beiseite schieben kann, um den Standpunkt Gottes und anderer umarmen zu können? Und schließlich, bitte und bete ich nur, wenn ich etwas brauche, oder tue ich es mit Beständigkeit, weil ich glaube, dass ich Jesus immer brauche? Die Sterndeuter haben ihren Weg begonnen und haben auf einen Stern geschaut und haben Jesus gefunden. Sie sind so viel gelaufen. Heute können wir diesen Rat annehmen.
Schau nach dem Stern aus und geh. Haltet nicht an im Lauf, sondern und hört auch nicht auf, den Stern anzuschauen. Das ist der Rat des heutigen Tages. Schau auf den Stern und geh voran. Schau auf den Stern und geh voran. Möge die Jungfrau Maria, Dienerin des Herrn, uns lehren, die lebenswichtige Notwendigkeit der Demut und lebendigen Geschmack der Anbetung wieder zu entdecken. Sie möge uns lehren, den Stern anzuschauen und zu gehen. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dice ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnazione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle. Liebe Brüder und Schwestern, heute geht mein Gedanken zu den Brüdern und Schwestern der östlichen Kirchen, katholische und orthodoxe, die morgen das Weihnachtsfest feiern. Ich richte meine herzlichen Grüße von Frieden und allem Guten an Sie. Christus, der von der Jungfrau Maria geboren wurde, erleuchte eure Gemeinschaften. Schwestern und Brüder, herzlichen Glückwunsch, alles Gute. Die Erscheinung ist und insbesondere der Tag der Kindermission. Also dieser Kinder, Jungen und Mädchen, und das sind viele in vielen Ländern der Welt, die sich mühen, ihre Ersparnisse für die Mission zu opfern, für die, die sie gar nicht kennen, aber für das Evangelium. Und ich möchte euch Kindern herzlichen Dank sagen. Vielen Dank euch Kindern, denn die Mission beginnt im Leben des Alltags. Und diesbezüglich ermutige ich auch die Initiativen zur Evangelisierung, die in Epiphanie ihren Ursprung haben und die in der heutigen Situation viele Kommunikationsmittel benutzen, insbesondere die Corteo dei Re Magi, die sich in Polen gibt, also der Weg der Heiligen Drei Könige in Polen. Und ich grüße heute auch euch alle, Römer und Pilger aus Italien und verschiedenen Ländern. Ich grüße die Firmlinge aus Romano in der Lombardei mit den Eltern und Katecheten.
und allen wünsche ich einen schönen Feiertag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Und mit diesen Grüßen an die Anwesenden und den besten Wünschen zum Feiertag geht diese Übertragung des Angelusgebets mit dem Heiligen Vater Papst Franziskus vom Petersplatz in Rom heute am 6. Januar 2022 zu Ende. Vielen Dank, dass Sie uns heute zugehört und zugeschaut haben, direkt über unsere Partnersender. Wir waren verbunden mit Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Schweiz, Radio Gloria und den katholischen Fernsehsendern EWTN-TV und KTV Fernsehen. Sie finden die Zusammenfassung dieser Übertragung, Texte, Termine und Aktivitäten immer auf unserer Homepage www.vaticannews.va sowie in unserem Newsletter. Noch ein Hinweis zum Programm der Woche. Wir übertragen natürlich auch am kommenden Sonntag wieder das Angelusgebet und davor um 9.30 Uhr die Messe zum Festtaufe des Herrn mit Kindertaufe aus der Sixtinischen Kapelle mit Papst Franziskus. Das Angelusgebet und die Generalaudienz nächsten Mittwoch wie immer mit deutschem Kommentar. Eine herzliche Einladung. Sollten Sie die Übertragung der Papstmesse zum Hochfesterscheinung des Herrn heute Morgen um 10 Uhr verpasst haben, können Sie auch diese, wenn Sie wollen, auf unserem YouTube-Kanal finden. Ich wünsche Ihnen allen noch einen gesegneten Feiertag. Am Mikrofon durfte Sie begleiten für Vatican News Melanie Rosenbaum. Hier war Radio Vatikan für Vatican Media. Laudetur Jesus Christus.